Hallo ihr Lieben, willkommen zurück hier. Nordfriesischer Marsch ist wieder am Start und wir haben eine neue Map-Version. Ja, die Version 2.5 ist jetzt seit, ich glaube, am Donnerstag ist er rausgekommen. Mit ein paar kleinen, aber feinen Verbesserungen. Wir fangen einfach mal an. Wir gehen sie mal grob durch, das, was ich noch im Kopf behalten habe. Zum Beispiel die Holzfäller haben jetzt zusätzlichen Booster mit Weizenbier bekommen. Gut, haben wir noch nicht, also ist für uns unwichtiger. Was für uns aber ganz interessant ist, ihr wisst, ich habe oft geflucht über den Zaun hier. Und es gab wohl eine Umstimmung bei Fat Action im Stream und die Mehrheit hat entschieden, dass der Zaun wegkommt. Und er ist weg. Yay. Das heißt, wir bleiben hier nicht mehr hängen. Das ist auch sehr wichtig. Dann gibt es bei den Produktionen beim Kalkwerk Gießüberstunden. Das können wir auf jeden Fall anmachen, weil wir so viel Kies haben. Dann gibt es hier noch eine neue Linie beim Gießwerk. Erde und Kies. Machen wir auch mit an. Wollen wir auch haben. Dann sollen die Trigger bei den Plantagen hier verändert worden sein. Wie auch immer, weiß ich nicht. Werden wir vielleicht irgendwann feststellen. So, ich sehe aber gerade, ich muss hier noch mal kurz umstellen, damit das auch richtig angezeigt wird. So, das und ja, das Wichtigste sehen wir eigentlich hier oben. Hühnerstall, Stroh, alles verbraucht. Schafstall, Stroh, alles verbraucht. Ja, die Ställe, Hühner und Schafe machen jetzt Mist. Und deswegen brauchen die auch dementsprechend eine Mistplatte zum einen. Und wir brauchen... oh, genau. Tja, jetzt haben wir aber das Problem gerade, dass wir eigentlich nicht das Geld haben für die Mistplatten. Das heißt, wir müssen, um das jetzt alles hinzubekommen, müssen wir einfach mal kurz ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und... bisschen Kredit aufnehmen, damit wir die Mistplatten bauen können. Und zwar sollen hier irgendwo kleine Mistplatten sein. Ah ja, hier. Misthaufen. Es ist nur die Frage, wo wir die hin platzieren. Gut, wir könnten den zum Beispiel hier hin machen. Boah, da reicht das auch. Oh, kann ich den auch drehen? Ne? Normal konnte man die doch auch immer drehen. Ah. Ja, es ist die Frage. Ups. Wenn ich den jetzt hierhin platziere, kriegen wir da beide. Wir probieren es einfach mal aus. Da müssen wir mal gucken, ob der, mit was der jetzt verbunden ist. Weil wenn der jetzt beide... Schafstall, Schafstall und ein Hühnerstall sogar. Okay. So, da hat der eine große Reichweite. Aber wir brauchen dann trotzdem... Ja, warte mal. Ja, jetzt probieren wir mal. Jetzt probieren wir mal aus. Wenn wir jetzt hier... ein bisschen weiter hier rüber einen hinsetzen. Gucken, wenn der jetzt mit allen Vieren verbunden wäre. Hühner und Schafe. Nee, komm, dann machen wir den weg. Dann machen wir den weg. Dann bauen wir hier drüben einfach noch einen für die Hühner hin. Das machen wir einfach hier dazwischen. So, und dann haben wir der halt auch den Hühnerstall mitmacht. Und hier müssten wir aber dann beide hoffentlich haben. Ich
Schafstall, der macht jetzt auch den Kuhstall noch. Okay, also der hat wirklich eine extrem große Range. Ja, Kuhstall ist eigentlich doof. Nee. Der muss dann weiter nach hinten. Ja, das ist jetzt ein bisschen problematisch, da den passenden Punkt zu finden, wo wir den hinsetzen. So, machen wir den mal hier so. Ja gut, Schafstall ist egal, aber die beiden Hühnerställe, das ist schon mal gut. So, dann würde ich sagen, wir brauchen pro. Wie steht da irgendwas, wie viel pro? 50.000 Liter passen da rein, okay. Allein in den Hühnerstall. Ja, das Gute ist halt, dadurch produzieren wir halt noch wesentlich mehr Mist. Und das kann nie genug sein. So, dann holen wir mal ein bisschen Stroh aus dem Lager. Und dann fangen wir an, hier ordentlich zu verteilen. So, kein Gras, wir wollen Stroh haben. So, und wer ist da angekommen? Achso, Hofwerkstatt. Das ist, glaube ich, einer der Düngestreuer gewesen. So, gut. Oder wer auch immer das gewesen ist. Ja, wie gesagt, jetzt füllen wir einfach die Stelle mal auf, dass die nicht mehr rummeckern. Und dann gucken wir mal, was wir weiter dann arbeiten können noch. Ja, weil Stroh haben wir ja genug. Gut, wäre vielleicht einfacher, das einfach mit Ballen zu machen. Wobei ich nicht weiß, ob das Ding Ballen annimmt. Aber ist auch egal. So, haben wir da 50.000 drin. Dann geht das hier weiter. Und dann müssen wir schon wieder Nachschub holen. Ja, ich denke mal, viel Mist wird es ja nicht sein, was die Dinger produzieren, gerade die Hühner. Aber wenn wir da ein bisschen zusätzlichen Mist bekommen, habe ich jedenfalls nichts dagegen, weil es ist doch ab und zu ein bisschen knapp gewesen noch. Und ich möchte eigentlich irgendwann davon wegkommen, dass wir Mist zukaufen müssen. So, und während der hier belädt, kann ich mal kurz einen Schluck trinken. So, na komm, mach Boll. Gut. Ja, und das waren, wie gesagt, so hauptsächlich die offensichtlichen Updates, die es gegeben hat. Es hat wohl noch einiges an Performance-Verbesserungen. Generell quer über die ganze Karte, auch was Paletten angeht und so, wurde wohl einiges verbessert. Aber ich denke, das werden wir im laufenden Spiel eher dann merken. So. Na, bin ich zu weit gefahren? Ja. So, gucken wir mal kurz, was beim Schafstall an Stroh reinpasst. 150.000, okay. Das ist eine Menge. Gucken wir mal, geht das direkt hier? Ja. Ja, aber jetzt müssen wir halt jetzt einmal vollhauen, das Ding. Und dann sollte das erstmal für eine ganze Weile reichen. Weil unsere Kollegen sind fleißig am Arbeiten. Ja, hier zum Beispiel sehen wir gerade, wird Gärreste angeliefert für den Separator. Es wird irgendwo noch gedüngt, wenn mich nicht alles täuscht. Es werden Ballen gemacht. Da müssen wir auch demnächst die Ballensammler losschicken.
Wir haben ja da wieder so eine schöne Mission uns gesnackt. Ja, da müssen wir gucken, was wir sonst noch brauchen an Sachen für die Produktion. Dann können wir schauen, ob es irgendwelche weiteren netten Missionchen gibt, die wir abarbeiten können. Und so werden wir uns hier erstmal durcharbeiten. So, hier kommt einer, ich glaube, der fährt Mist, wenn mich nicht alles täuscht, zur BGA rüber. So, jetzt nehmen wir auch erstmal den Kuhstall hier vorne. Kuhstall, Schafstall. Damit erst einmal alle voll sind. Beziehungsweise, dass erstmal alle was drin haben. Und dann können wir gucken, dass wir sie voll bekommen. So, und die nächste Runde. Ja, und dann heißt es, ja, erstmal jetzt wieder Kredit zurückzahlen und dann sparen, sparen, sparen Richtung Schlachter. Und eben gucken, dass wir die anderen Produktionen, die eben auch für unsere Booster-Geschichten zuständig sind, dass wir da was zusammenfinden. Und wieder einer voll. Ja, da müssen wir gucken. Das Kalkwerk braucht Wasser, das Labor braucht Milch, Labor braucht Melasse. Okay, das können wir gleich machen, weil ich meine, dass der Palettenwagen eh oben an der Zuckerfabrik steht. Das heißt, da könnten wir gleich die Melasse, die wir da einsammeln, direkt rüberbringen. So, aber wie gesagt, erste machen wir hier und dann geht's mit den anderen Sachen immer so Stückchen für Stückchen für Stückchen weiter. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Und nicht so wild hin und her springen hier. Ja, noch mehr Stroh. Ja. Gut, die Hühnerställe sind ja schon voll. Ich denke mal, dass wir jetzt den einen Schafstall jetzt auch hinbekommen. Und ja, beim zweiten vielleicht nicht ganz. Aber dann können wir mit der nächsten Fuhre, wenn wir die Schafstelle voll haben, den Rest noch in den Kuhstall reinschmeißen. Und dann passt die Sache. Der ist voll. Gucken, was hier noch reinpasst. Normal müsste der voll werden. Nochmal leer werden. Das heißt, wir holen jetzt noch einen Schwung. Und dann haben wir es aber. Lohndienstleistung auf Welt 19 zu 69%. Das hört sich doch gut an. Das ist sehr gut.
So, und rein theoretisch müsste ja jetzt auch schon der erste Mist in den Mistplatten sein. Wir haben es gleich 7 Uhr. Können wir ja mal gucken, ob da schon was produziert worden ist. Gucken wir uns gleich an. Sobald wir den Kollegen hier leer haben. So. Gut, dann bringen wir den Rest in Kuhstall und dann kann der erstmal wieder einparken. So, hier scheint es nicht mehr genügend Mist zu geben für den. Ja, gut. Solange wir ihn nicht brauchen, können wir ihn ja da erstmal stehen lassen. So. Gut. Und, ups, leer ist er. Oh, die ist sehr leer, die Mistplatte. Oh, komm, lass mich mal hier durch. So, jetzt gucken wir. Ach, guck mal. 898, also 900 Liter. Und hier haben wir, na gut, 300. Aber die waren halt auch noch nicht alle lange dran hier. So, ja genau, hier wollten wir hin. Gucken wir mal hier Melasse und Zucker. Wo steht hier Zucker? 70.000. Ja gut. Dann lass mal raus das Zeug hier. Damit wir gleich da drüben noch das ganze Ding schnell das Labor hier mit Melasse vollhauen können. Gut, auch wenn jetzt hier fast nur Zucker rauskommt. Okay, war's das? Melasse und Zucker. Ja, gut. Dann einmal hier rüber. Machen wir mal das aus. Dann lassen wir mal Melasse ab. Dann nehmen wir gleich Hefe und das Zeug mit. Ah ja, guck mal, der Separator, nee, das ist nicht der Separator, die Zuckerfabrik braucht Leerpaletten. Das ist ja auch gar kein Problem. Haben wir alles. So, das dauert eh jetzt eine Weile. Düngen, guck mal, du könntest eigentlich noch weiter zum Düngen fahren, Kollege. Wir hätten hier Feld 62 im Angebot. Feld 62, das ist hier unten. So, du fährst Wasser. Aber ich glaube, das sollte jetzt erstmal reichen. Das heißt, du fährst jetzt zum Kalkwerk rüber. So, dann machst du da erst einmal. Ich hier, okay, ist schon ein bisschen was. Du kriegst hier auch nichts mehr. Ja, ist aber egal. Der wartet hier. Hier sind wir auf Feld 19 unterwegs. Boah. Läuft. Okay, alles abgeladen. Dann sollten wir aber hinten einmal abladen und neu aufladen. So, und dann machen wir vorne auch an.
So, was haben wir denn hier noch? Keine Hefe, kein Siliermittel. Okay. Dann können wir ja noch bei der Zellstofffabrik vorbei machen und da abholen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann morgen. Für heute ist schon wieder Feierabend, ihr Lieben. Also guckt gerne wieder rein. Ich würde mich freuen. Lasst ein Däumchen da und ja, bis dahin.